Betäubungspfeile. So. Das war knapp. Die wollten uns töten. Mit Giftgas. Was sind das nur für Menschen? Ein Glück, dass sie aufgetaucht sind. Ich glaube nicht, dass die uns hätten gehen lassen. Okay, das sind alles Geiseln. Ich glaube nicht, dass wir mit allen reden müssen. Jetzt würde es mich doch mal interessieren, wo denn dieser Schacht hinführt. Er führt kurioserweise nach oben. Das ist interessant. Ach. Er führt über die ganze Halle rüber. Okay. Praktisch. Jetzt geht's wieder runter. Okay, und hier ist eine Leiter. Wo führt das denn hin, sag mal? Was ist das? Geld. Ah, okay. Es ist ungefähr da, wo der eine Typ sich durch die Kisten wühlt die ganze Zeit. Na gut. Dann werde ich jetzt wieder in die andere Richtung gehen, weil das ist näher an dem Ort, wo ich eigentlich hin will. So. Mal rüber. Von hier oben könnte man wahrscheinlich cool mit einem Betäubungsgewehr die Typen ausschalten. Ja, bei dem Hacking da musste man schon relativ flott sein. Begebe ich mich jetzt hier wieder nach unten. So, mal kurz gucken, welche Seite die praktischere ist. Ah, die andere Treppe ist die praktischere. Witzig, dass die Typen da unten nichts bemerken von unserer kleinen Bombenentschärfungsaktion. Wirklich der praktischere Abgang? Scheint so. Ach Mist! Kurz vor Erreichen des Ziels bin ich doch nochmal entdeckt worden. So, das müsste doch jetzt wesentlich einfacher funktionieren.
Okay. Jetzt geht es weiter in diese Richtung hier. Wunderbar. Ich muss dann, glaube ich, nochmal hier rechts, weil ich wollte ja noch den Meetingraum hier angucken. Also wenn die Kamera rum ist, gehe ich dann nochmal hinten lang. Obwohl, wenn mich nicht alles täuscht, hatte der Raum ja zwei Zugänge. Richtig, da ist auch nochmal ein Zugang. Könnte ich ja gefahrlos erstmal hier rumgehen. Okay, das hat gut geklappt. Jetzt muss ich noch ein Stück weiter den Gang runter und dann rechts. Ist ja nett, dass die Kameras so grüne Strahlen aussenden, an denen man sieht, wohin sie schauen. Na, vielleicht liegt das auch an den Augmentierungen von Adam. Okay, das müsste klappen. Ups. Da drin sind zwei Typen. Ich weiß jetzt nicht, ob die in meine Richtung schauen. Warten wir einfach auf Sigs Befehle. Ich sage ja nur, dass ich auf niemanden schieße, der nicht auf mich zielt. Hörst du? Okay. Der eine läuft da lang, der andere schaut in die Richtung. Eine militante Gruppe pro-humaner Aktivisten in das Bild überfallen. Die Arbeiter wurden als Geiseln genommen und die ganze Stadt hält kollektiv. Habe ich euch. Geld. Hat er irgendeine Waffe? Er hat eine Waffe. David Seraph etwas für uns? So viel für heute Abend. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht. Was hat er denn da? Ein PDA. Da schauen wir uns doch gleich mal um. Das müsste das hier gewesen sein. Aufmunitionierung. Von Ezekiel. An Kameraden. Kleine Info. Zieh dir das rein, Alter. Grayson hat eine neue Lieferung reingekriegt. Du brauchst alles vor oder nach der Tour heute Nacht. Waffen, Munition, Upgrades. Rede mit ihm. Verlassene Tankstelle an der zweiten Straße Downtown. Sag ihm, Molson schickt dich. Aha. Komisch, dass hier noch die ganzen Dinger, die ich schon gelesen habe, als neu angezeigt werden. Schade, dass man das nicht alles automatisch abhaken kann. Okay. Was ist das hier? Revolvermunition und Standardgewehrmunition. Jetzt schaue ich mich hier noch ganz kurz um, ob denn hier noch irgendwas zu sehen ist. Das ist ein nicht hackbarer Computer. Ach, da liegt noch was. Ein E-Book. Diesmal nur zwei Seiten. Seraph Industries für ein besseres Morgen. Wie sind wir so weit gekommen? David Seraph hatte einen Traum. Er träumte davon, eines Tages eine Technologie zu entwickeln, die die Welt verändert. Und er träumt davon, dass ein Unternehmen der Schmelztiegel dieser Veränderung sein würde. 2007 öffnete Seraph Industries in Detroit seine Tore und verhalf der Stadt durch die Ansiedlung einer zukunftsträchtigen Industrie zu neuer Blüte. Seraphs Forschungen und Entwicklungen im Augmentierungssektor sind Sinnbild des menschlichen Strebens nach einer besseren Zukunft. Der als Freigeist und Querdenker bekannte Firmengründer
Grüner oder ein D vergessen, hat eine Gruppe gleichgesinnter Wissenschaftler um sich geschart, die sich wie David Sarif selbst nicht mit der Philosophie führender Unternehmen identifizieren konnten oder wollten. Heute, 20 Jahre später, steht Sarif Industries für Originalität und Innovationen in Wissenschaft und Wirtschaft. Naja. Da dreht sie sich doch wieder in meine Richtung. Jetzt muss ich... Ich gucke in die falsche Richtung. Ich muss in diesen Gang hinter mir. Das heißt, wenn sie sich zurückdreht, dann kann ich hier raus. Okay, das hat auch hervorragend geklappt. Aha. Muss ich hier wieder was hacken? Sieht so aus. Oh, wow. Das ist ein etwas größeres Ding. Okay. Dann sichere ich erstmal den Knoten hier. Hat sogar geklappt. Oben rum ist am besten, so wie es aussieht. Ah, da komme ich aber nicht hin. Warum? Ich brauche erstmal den hier. Na, was läuft denn jetzt gerade schief? Ach, das Menü hat die Taste verdeckt. Ob ich das in 7 Sekunden schaffe? Das wird knapp. Zugriff gewährt. Puh. Das ist blöd. Die Anzeige hier oben hat den Button verdeckt. Zum Übernehmen dieses Knotens. Und hier wieder so eine Schleuse. Da liegt was. Ein Schokoriegel. Da stehen wieder mehrere Typen. Dieser Hacker gefällt mir nicht. Was machen die denn hier? Wonach sucht er bloß? Vermutlich nach Beweisen, dass uns diese Wichser belügen. Genau wie Sieg gesagt hat. Ich hoffe, Sieg weiß, was er tut. Ich auch, Mann. Ich auch. Schön hier diesen Bildschirm zersemmelt. So, kurzer Überblick. Also hier links gibt es wieder ein paar interessante Räume, rechts auch und da hinten muss ich quasi zum Aufzug. Tja. Da würde ich erstmal sagen, schaue ich mich mal rechts um. Oder vielleicht doch zuerst links. Ist ja im Prinzip wurscht. Verdammt. Es ist eine etwas ungünstige Stelle hier. Oh, und der Typ da hinten.